Ich wollte einfach Landwirtschaft machen, ich wollte selbstständig sein. Aber dass es in diese Richtung geht, wie es heute ist, das war überhaupt nicht dran zu denken. Ich bin der Carsten Großhans aus Reilingen, habe einen Gemüsebaubetrieb. In Deutschland gehören wir zu den Trockenwarenproduzenten. Wir bauen Möhren an, Lauchzwiebel, Radieschen und Kartoffeln. Ich wollte einfach Landwirtschaft machen, ich wollte Lebensmittel produzieren. Ich selbst hatte keinen Betrieb, also ich konnte keinen von den Eltern oder so übernehmen. Ich habe studiert und habe während der Studienzeit diesen Hof meiner Freundin bzw. heutigen Frau übernommen. Das waren damals 45 Hektar und den haben wir dann in den letzten 25 Jahren so entwickelt, wie er heute ist, mit ca. 800 Hektar Gemüseanbau. Durch Haltevermögen, Ehrgeiz und vielleicht eine gewisse Sturheit muss auch vorhanden sein. Man muss sich auf Personal einstellen. Das war nicht leicht, das war ja eine neue Herausforderung. Mal einen Mitarbeiter, dann zwei, dann drei, dann vier, dann zehn. Auf einmal waren es dann 250 mit Saisonarbeitskräften und noch mehr. Und das wird natürlich immer schwieriger, je mehr Mitarbeiter das man hat. Und deshalb muss man schon sehr Unternehmer auch sein, um erfolgreicher Landwirt zu sein. Also es gehört mittlerweile, glaube ich, zusammen. Es hat ja nicht nur Höhen gegeben, es hat ja auch Tiefen gegeben. Man hat schon im Moment Sorge, wo geht die Reise überall hin. In Deutschland wird ja sehr stark auf Lebensmittelpreise geschaut am Regal. Wir haben einen sehr großen Wettbewerb mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Man muss überall nachkalkulieren, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass alles noch rund läuft. Ne? Ohne meine Frau wäre damals nichts gelaufen, weil wir einfach ein Team sein mussten. Dadurch wurden wir einfach noch mehr zusammengespeist und wir haben uns blind verstanden und das geht bis heute so. Ich habe eine tolle Frau und sie hat einen tollen Mann. Deshalb sind wir ein gutes Team. Für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass der Hof in der Familie bleibt. Es geht schon einfacher von der Hand, wenn der eigene Sohn mit dabei ist, dann macht es einfach mehr Spaß. Und da versuche ich auch ihm den Rücken frei zu halten, dass ihm der Spaß auch einfach nicht verloren geht. Die Technisierung spielt natürlich eine große Rolle. Wir roten schneller, wir verpacken schneller, wir sortieren mittlerweile viel besser und haben wirklich von der Ernte bis zur Aufbereitung das absolut Beste im Moment, was es gibt. Man kennt eine gute Möhre daran, wenn sie ungefähr so 20 cm lang ist, schön abgestumpft wie eine Zigarre, intensiv orange, 35 mm stark und so 120 Gramm schwer. Dann hat sie eine Topfigur. Also ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Ich wäre kein Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann geworden. Ob ich jetzt einen Hof bekommen hätte oder nicht, ich wäre Landwirt geworden. Auf jeden Fall.